Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gold- und Silber-Freunde, zu einem neuen Video. Ja, heute machen wir mal wieder ein Unboxing. Das heißt, heute wird mal wieder ausgepackt. Wir haben hier eine neue Bestellung, die angekommen ist. Ich habe etwas Besonderes für euch eingekauft. Und zwar wollen wir das Ganze jetzt mal auspacken und schauen, was wir da wohl drinnen haben. Das sind sie auch schon. Die Tüte legen wir mal beiseite. Ja, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier vier Silbermünzen, aber wir haben hier ganz besondere Silbermünzen. Und zwar sind die von der African Wildlife Leopardenserie. Die Serie startete 2018 und ist eigentlich noch sehr jung, jedoch schon auch sehr bekannt. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Goldmünze. Das Ganze haben wir aber auch in Silber. Und was wir jetzt hier Besonderes haben, sind zwei besondere Ausgaben. Und zwar nehmen wir als erstes die hier. Wir haben hier eine teilvergoldete Münze. Das heißt, wir haben hier trotz dessen eine Silbermünze mit einem Feingehalt von 999,9 und eine Teilvergoldung, und zwar hier den Leoparden, der hier auf einem Baumstamm sitzt und im Hintergrund die Sonne. Auf der Rückseite haben wir keine Teilvergoldung, da sehen wir das ganz normale silberne Münzbild, und zwar aus dem Jahrgang 2021 mit dem somalischen Wappen, das von zwei Leoparden gehalten wird, und dem Nennwert von 100 Schilling. Trotz alledem haben wir hier ein Gewicht von einer Unze, das bleibt weiterhin gleich. Das Besondere hier an dieser Münze ist, dass wir eine Auflage von nur 5.000 Stück weltweit haben. Ihr habt richtig gehört, 5.000 Stück. Das ist für eine Silbermünze nicht sehr viel. Denn Silbermünzen werden eigentlich recht oft und viel geprägt, ja, da sie wesentlich kostengünstiger sind als wie Gold. Somit kann man von Silber auch mehr Münzen erwerben. Jedoch haben wir hier, wie gesagt, nur eine Auflage von 5.000 Stück. Diese Münze ist auch jetzt nur noch schwer zu bekommen. Also es gibt nicht mehr viele Händler, die diese Münze anbieten. Hier zu meiner Linken haben wir exakt dieselbe Münze, nur ein klein wenig anders. Wir haben hier auch eine Silbermünze mit 999,9 Feinteilen. Auf der Rückseite haben wir dasselbe Münzbild wie gerade eben. Jedoch haben wir hier eine sogenannte kolorierte Münze. Das heißt, das Münzbild, das wir hier sehen von dem Leoparden, der auf seinem Baumstamm sitzt, ist koloriert. Das heißt, es ist angemalt in Farbe. Nicht so, wie wir es sonst von den Münzen kennen, das, was einfach nach Silber oder Gold ausschaut. Nein, hier haben wir eine kolorierte Münze. Und auch diese Münze hat eine Auflage von nur 5.000 Stück. Das heißt, auch hier haben wir eine Münze, die es nicht sehr oft gibt und die auch schnell vergriffen ist. Auch diese Münze wird nicht mehr oft angeboten. Und man hat auch in der Vergangenheit gemerkt, dass diese beiden Münzen von den jeweiligen Jahrgängen auch immer schnell vergriffen waren gegen Ende des Jahres. Also heißt, wenn ihr diese Münzen sehr schön findet, was ich persönlich auch tue, dann könnt ihr diese Münzen jetzt noch bei einigen Händlern erwerben. Ich habe hier immer die Seite gold.de. Dort findet ihr eigentlich immer die besten Angebote und Vergleiche. Wir haben hier die Münzen in einer Preiskategorie von 45 bis teilweise sogar schon 80 Euro. Ich sage jetzt mal, der Standardpreis wird hier so bei 50 Euro circa liegen. Aber ihr seht schon, wenn die Münze schon bei 80 Euro liegt, wie diese Wertsteigerung stattfindet. Ja, ich habe mir von den teilvergoldeten drei Stück geholt, weil ich die persönlich sehr, sehr schön finde, und von der kolorierten für meine Sammlung dann, dass die dann komplett ist. Ich habe auch den Somalia-Leoparden in Gold 2021. Den habe ich hier auch bereits schon einmal vorgestellt. Schaut gern in meine Videos, dort seht ihr dann das Ganze nochmal
in Gold. Wie gesagt, es handelt sich hier um reine Silbermünzen. Hier drei Stück mit einer Teilvergoldung und mit einer kolorierten Münze. Es handelt sich aber trotz alledem, auch trotz der Teilvergoldung und dem kolorierten, um eine Silbermünze mit 999,9 Feingehalt und einer Größe von einem Gewicht von einer Unze. Und wir sehen auch hier, dass diese Münzen mit einem Durchmesser von 39 Millimetern auch sehr groß sind. Ja, also die normalen Münzen, die wir sonst immer haben im Goldbereich, sind ja immer kleiner. Bei den Silbermünzen ist es schon so, dass diese auch immer größer sind. Und genauso auch wie der Maple Leaf oder der Krügerrand in Silber haben auch diese Größe. Das hat auch mit der Dichte zu tun. Trotz alledem ist es natürlich schön, wenn man eine so große Münze in der Hand hält. Ja, viel mehr kann ich zu diesen Münzen nicht mehr sagen, außer dass es wunderschöne Münzen sind. Die sollten in keinem Portfolio fehlen. Wie gesagt, es sind Münzen, die für den kleinen Geldbeutel auch ausreichend sind und man muss quasi nicht eine komplette Goldmünze kaufen, sondern man hat hier sogar beides in einem, Gold und Silber. Das war es jetzt auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit den nächsten Münzen. Macht's gut, bleibt's gesund und wir sehen uns beim nächsten Video.